Herzlich willkommen. Sie erwarten vielleicht jetzt ein Interview. Es wird kein Interview. Hier unterhalten sich zwei alte Säcke, die visuell vom Leben auch gezeichnet sind. Wir haben die Idee, ein neues Format zu starten. Und tatsächlich, wir wollen frei denken. Und wir wollen Fragen stellen, die man eigentlich gar nicht stellen darf. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle die dumme Frage und ich hole mir jemanden, der intelligent ist, Stefan Holowaty, Landtagsabgeordneter, FDP. Und wir gucken mal, was er so drauf hat gleich. Aber wir wollen eigentlich gar keine Endlösung. Wir wollen eigentlich Dinge anstoßen oder mal fragen, ob man darüber reden kann. Wenn Sie eine Idee haben für Themen, die wir besprechen können, dann schreiben Sie es runter. Und wenn Sie sagen, wir haben was vergessen in diesem Thema, schreiben Sie es auch in die Kommentare. Wir würden uns riesig freuen. Mein Thema für das allererste Mal zwischen uns beiden ist ein Thema, was für die FDP, wo du ja, inhaltlich gelistet bist als Landtagsabgeordneter, ist tatsächlich das Thema Freiheitsrechte. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Wir haben ja Zeit, das wird hier heute Open End. Wir sind politisch korrekt, gehen spazieren, begegnen einem Pärchen, was wir kennen, stehen zu viert, ungefähr 6 Meter auseinander und diskutieren darüber, dass alle Deutschen zu Hause sind, nur die 70-Jährigen sind irgendwie unterwegs, gefühlt. Das haben wir in der Woche gerade erlebt. Die Straßen sind voll von 70-Jährigen und ich gönne denen das. Und in dem Moment, du kannst es dir vorstellen, läuft ein Silberrücken durch uns vier durch. Wir können es sagen, weil wir haben ja selbst graue Haare. Über 70, wahnsinniges Tempo, kriegen wir beide nicht hin. Ja? Das heißt, die eigentlich geschützt werden sollen, sind unterwegs und dynamisch, mein Gefühl. Und die anderen schützen sollten, die sind zu Hause. Das war mein Aufschlag. Das war so politisch unkorrekt. Warum, lieber Stefan, drehen wir das nicht um? In England sollte das vor 2 Wochen schon sein, haben die jetzt auch ein bisschen eingeführt. Warum sagen wir nicht, die einen schützen wir zu Hause und die anderen gehen für sie arbeiten und versorgen sie? Das ist eine gute und richtige Frage. Das Problem ist nur, ich bin jemand, der auf persönliche Freiheit steht. Ich bin jemand, der auf Eigenverantwortung steht. Für mich fällt es sehr, sehr schwer, jemandem zu sagen, du bist jetzt über 70, deshalb darfst du zum Beispiel das Haus nicht mehr verlassen. Ist für mich ein Problem. Ich glaube auf der anderen Seite sehr stark, dass jemand, der heute gesundheitliche Probleme hat, jemand, der davon betroffen ist, jemand, der ein hohes Risiko hat, eigentlich für sich selber auch entscheiden sollte, oh, ich bleibe jetzt lieber zu Hause, weil für mich wird es gefährlich. Von daher eine Regelung zu sagen, die heißt, ich trage einen Ausweis mit mir herum, der mir erlaubt, rauszugehen oder eben auch nicht rauszugehen, das ist für mich als freiheitlich denkender Mensch extrem schwierig. Ich würde mir allerdings sehr wohl wünschen, dass Menschen auch Verantwortung für sich selber übernehmen und dann sagen, nee, ich bleibe jetzt zu Hause. Und wir müssen diesen Menschen dann auch ein Angebot machen. Wir müssen ihnen auch sagen, wie können sie sich auch in der Praxis dann versorgen? Wie können sie auch ihre Selbstständigkeit, ihre gewollte Selbstständigkeit auch in einem guten Rahmen noch erhalten? Denn das, was für andere Menschen gilt, ist natürlich auch für ältere Menschen klar. Auch die wollen man an die frische Luft, auch die müssen man in die frische Luft. Die haben im Zweifel auch ein bisschen mehr Zeit, wenn man die Abstandsregeln einhält. Wäre das für mich okay, ein Verbot zu sagen, du bist über 70, du darfst das Haus nicht mehr zu verlassen, das halte ich für kontraproduktiv, das wird nicht viel bringen. Ältere Menschen dazu anzuhalten, lieber nicht rauszugehen, bin ich voll bei dir. Da glaube ich, sollten wir in der Tat auch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Für mich ist es sehr, sehr schwierig, wenn ich sehe, dass 5, 6, 7 ältere Menschen zusammen vor dem Café stehen und ihren Kaffee dort trinken. Café ist ja geschlossen. Vor dem Café stehen, ihren Kaffee dort trinken oder in einer kleinen Runde zusammenstehen mit ihren Hunden und sich dann eben auch auf engste Entfernung unterhalten. Corona-Party. Ja, jetzt kommt das Interessante daran. Wir sehen immer nur diesen Einzelfall. Ich bin in den letzten Tagen als Abgeordneter sehr viel auch durch die Gegend gefahren, habe mir verschiedene Dinge angeguckt, wie reagieren die Leute wirklich, gibt es diese Geschichten eigentlich überhaupt, sind die real? Und ich habe doch den Eindruck, das sind deutlich weniger Fälle geworden. Also ich habe praktisch kaum mehr Gruppen von mehr als 2 gesehen, da geht der eine mit dem anderen im Rollstuhl durch die Gegend, ja. Aber ich habe jetzt die letzten 2, 3, 4 Tage eigentlich nicht mehr gesehen, dass die Menschen in großen Gruppen zusammenstehen, und zwar egal, ob es alt oder jung ist.
Also ich muss an der Stelle sagen, wir nehmen das Ganze hier auf. Es ist rund 11 Uhr am Donnerstag, dem 26. März. Wir haben gesagt, wir müssen das wirklich einspielen, weil sich das so dynamisch bewegt. Ich sag mal ein Veto, weil ich tatsächlich noch die Senioren sehe, die sagen, ich kann selbst einkaufen, dann mache ich es auch. Ja. Und während die anderen irgendwie die Rollwägelchen bei Rewe, Aldi, Famila, Edeka so bewegen, also mit einem Pullover oder wie auch immer davor sind sie, die voll anfassen. Aber nochmal die Frage, und man muss es ja gar nicht mit Ausgangsschein machen, wenn man einfach sagt, pass auf, ihr seid die Hauptrisikogruppe, es war die Zahl drin, 25% Sterberate bei denen, die infiziert sind, mit über 70, das war aus Italien. Und Vorerkrankungen. Und Vorerkrankung, aber also Statistik kann man ja immer manipulieren, ja, wie man gerade möchte. Es ist nur die Frage, wo setze ich meinen Schnitt? Und wenn ich die bei 68 setze, sieht es anders aus, als wenn ich die bei 90 setze. Und ob ich Vorerkrankungen berücksichtige oder nicht berücksichtige, hat auch einen erheblichen Einfluss drauf. Also ich wäre mit diesen Zahlen ein bisschen vorsichtig. Wer heute schon erhebliche Probleme hat, heute schon Lungenkrankheit hat, der ist sehr gefährdet. Wer möglicherweise 70 ist, 70 ist die 59, und sich total fit fühlt und sagt, eigentlich könnte ich auch noch arbeiten gehen, ich habe nur halt eben jetzt schon Rente, der ist auch nicht weiter gefährdet als ein 50-Jähriger. Aber dann wäre es doch ganz leicht. Dann würde ich sagen, gehen wir alle wieder raus. Ich sag mal, unter, bitte macht Folgendes, bleibt ein bisschen weiter auseinander. Ja, also das, was wirklich wir alle als sinnvoll gerade anerkennen. Und geben den Betroffenen, dem mit der Lungenerkrankung, dem mit den Immunsuppressiva, die er hat wegen Rheuma, wegen Krebs. Und da gibt es auch 50-Jährige und 40-Jährige, ja, die darunter fallen. Na, also den geben wir das, sprich Mundschutz und alles und vielleicht Handschuhe und Desinfektionsmittel, den geben wir das. Aber jeder kann für sich selbst entscheiden, gehe ich raus und wie rüste ich mich dafür aus? Zuallererst müssen wir aber auch sicherstellen, dass genau diese, ich nenne sie mal Risikogruppen, verstehen, dass sie besonders Risiko haben und dass sie auch dazu selber beitragen müssen, sich zu schützen. Das heißt, die brauchen ein Angebot, gibt ja an vielen Stellen von Freiwilligen, die einkaufen gehen, die dann die entsprechenden Einkäufe nach Hause bringen. Ich habe das in mehreren Facebook-Gruppen jetzt schon gesehen, auch hier im Kreis Segeberg, dass sich dort Gruppen gebildet haben, die sagen, ja, postet einfach, was ihr braucht, wir bringen es euch nach Hause. Dieses Bewusstsein, dass man die Hilfe auch annimmt, die muss man definitiv schaffen und dann kann man das, glaube ich, auch hinkriegen, dass die Leute eigenverantwortlich für sich entscheiden, bin ich gefährdet, bin ich nicht gefährdet. Ich glaube schon, dass da an manchen Stellen noch so ein bisschen subjektiv das Verständnis dafür fehlt, ob ich selber gefährdet bin, wie stark ich gefährdet bin. Ich sehe es nur bei meiner eigenen Mutter, die sehr wohl weiß, dass sie extrem gefährdet ist und sagt, nee, ich bleibe jetzt zu Hause, bringt mir einfach alles, was ich so brauche. Das macht mich nicht glücklich, aber es funktioniert. Ich verstehe allerdings auch, dass alte Menschen auch manchmal raus wollen, frische Luft brauchen, wie jeder von uns. Die Möglichkeit muss man natürlich dann auch schaffen, aber da gelten dann in der Tat die Abstandsregeln. Ich könnte aber jemandem, der heute schon vorgeschädigt ist, der heute schon ein Problem hat, nicht empfehlen, einkaufen zu gehen, sondern da wirklich nur sagen, bitte, bitte nutzt die Einkaufsdienste, die es an vielen Stellen gibt, nutzt die Freiwilligen, fragt eure Nachbarn, ob ich jetzt eigentlich wirklich mit einer Verfügung loslaufen möchte, die sage, ganz pauschal, Menschen über 70 dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Das wäre genauso unangemessen wie viele andere Dinge, die derzeit gerade laufen, wo wir nicht ganz verstehen, wo der Nutzen ist. Sondern das muss viel individueller sein. Aber dann sind wir doch d'accord. Dann sagen wir, ab jetzt wird dieser Irrsinn, diese Zerstörung der deutschen Wirtschaft, der deutschen Arbeitsplätze aufgehoben. Ja? Nein, wir sind nicht ganz d'accord. Die erste Maßnahme des Runterfahrens. Wir haben eines ganz stark gemerkt, nachdem es runtergefahren wurde, haben wir sehr schnell gemerkt, dass die Menschen verstanden haben, oh, da ist wirklich etwas los. Wir wissen auch, dass wir das nicht lange durchhalten können. Da, glaube ich, werden wir uns auch ganz schnell drüber einig sein. Wir müssen auch einen Plan haben und klar sagen, was sind die nächsten Schritte, wie können wir wieder vorgehen, wie können wir entsprechend Lockerungen machen. Beispielsweise, ich sehe es nicht ein, dass der Wollladen hier in Bad Bramstedt nicht einfach sagen kann, ich nehme telefonisch eine Bestellung an und stelle das in einem kleinen Tütchen vor die Tür meines Ladens und da kann der Kunde das abholen. Gleiches für den Buchhändler. Das sind so Dinge, die ich nicht ganz einsehe. Da ist man, hat man vielleicht zu wenig Möglichkeiten. Ich sehe es nicht ein, dass es Supermärkte gibt, die sagen, ich decke Teile meines Sortiments ab, weil die Blumen, die vielen Menschen gerade in der häuslichen Situation Freude machen, nicht lebensnotwendig sein, sondern nur der Apfel, der direkt daneben liegt. Da sind sicherlich Situationen da, wo man sagen muss, Vorsicht an der Bahnsteigkante, da müssen wir aufpassen, wo wir zu
scharf geschossen haben, dann müssen wir aufpassen, wo einzelne Verfügungen nicht wirklich praxisnah sind. Aber das sind die nächsten Schritte, die jetzt auch relativ zügig kommen müssen, dass wir uns überlegen, welche Schritte kann man in welcher Art und Weise aufheben, wie kann man das Leben leichter machen für die Betroffenen, gerade auch für die Inhaber der ganzen kleinen Läden, die man jetzt ganz pauschal geschlossen hat. Aber ich frage mich an dieser Stelle tatsächlich, weil also unser Kernproblem, bei dem wir ja sind, was ist mit denen, die geschützt werden müssen, laufen rum, die eigentlich schützen sollten und den Laden am Laufen haben sollten, die sind zu Hause und in Homeoffice und es klappt vielleicht nicht so ganz, wie es sein soll. Ich kann ganz klar sagen, aus den Gesprächen mit den Unternehmern vor Ort, in 4 Wochen sind viele von denen nicht mehr da. Und einige sagen mir, es geht nicht um nächsten Monat, es geht nicht um nächste Woche, es geht um morgen und übermorgen zu überleben. Ja, also viele haben sich einfach nur das Geld weggenommen für die Mitarbeiter, denen sie nicht sagen können, pass auf, du gehst auf 60% runter, weil sie wissen, dass die vorher schon in einem Job waren, wo 60% von null, also von auch schon zu wenig, eine völlige Katastrophe sind. Das heißt, wir laufen als Land im Moment gerade in verheerende Umstände rein und bitte lass mich dieses Beispiel nehmen. Wir beiden haben 2, 3 kleine Kinder und da ist ein Schwimmbecken. So. Und dann gehen du und ich raus und trinken Cappuccino und lassen die im Schwimmbecken, am Schwimmbecken als Nichtschwimmer rumschwimmen. So kommt mir das vor. Die aufpassen sollten, also sprich die Logistik, die Wirtschaft am Laufen haben, die sind jetzt zu Hause am Cappuccino trinken und können nichts mehr machen. Und die anderen wissen nicht, wie groß das Risiko ist und laufen da rum. Also Sven, zunächst mal, ich glaube, dass viele von denen, die, wie du sagst, zu Hause sitzen, sich im Moment ganz große Sorgen darüber machen, ob sie sich ihren Cappuccino noch leisten können. Absolut. Denn die sind ja auch alle in Kurzarbeit, die haben ja auch alle Einkommenseinbußen hinzunehmen. Die würden ja auch gerne arbeiten gehen. Ich glaube schon, dass wir ein Riesenproblem haben. Solange wir nur gesagt haben, Leute, bleibt zu Hause, haltet Abstand, hat es niemand getan. Das ist eine Erkenntnis, die für mich als Liberalen extrem frustrierend ist, dass man erst durch die Verfügungen dafür gesorgt hat, dass die Gruppen wirklich auseinandergekommen sind, dass wir wirklich einen Effekt sehen. Wie gesagt, für mich eine frustrierende Erfahrung, weil ich als Liberaler ja immer gerne auch auf das Selbstverständnis, auf die Einsicht, auf die Eigenverantwortung des Menschen gehe und sage, liebe Leute, ihr wisst, dass wir draußen Probleme haben, ihr wisst, dass wir einen gefährlichen Virus haben, ihr wisst vor allem, dass wenn ihr es gesundheitlich durchhaltet, aber eure Nachbarin, eure Mutter, eure Oma es nicht mehr durchhält und für die wirklich gefährlich sind. Und aus diesem Grunde glaube ich, das Runterfahren ist okay, aber wir müssen auch systematisch beginnen, es wieder hochzufahren, zu überprüfen, wo sind unsere Maßnahmen zu scharf gewesen. Und ich glaube auch, dass wir durch die Diskussion der letzten Tage auch mehr Verständnis für die Situation geschafft haben und bei manchen auch der Schalter einfach umgeklickt ist. Sagt hat, oha, da müssen wir wirklich was tun. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen runterfahren, müssen dort aufpassen. Das hoffe ich auch bei den älteren Menschen zunehmend. Wann fahren wir denn für die jungen Menschen wieder rauf? Ich habe heute, das war sehr interessant, schon die ersten Texte gelesen, vielleicht für die Jungen wieder, ne? Also das Rauffahren, muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Als erstes gucke ich mir an, das müsste ich jeden Tag machen. Sind die Maßnahmen, die ich getroffen habe, effektiv? Oder habe ich da mit Maßnahmen drin, die eigentlich nichts wirken, sondern nur das Leben schwer machen? Ich habe vorhin das Beispiel gemacht mit dem Wolle oder dem Blumenladen oder der Buchhandlung, die ja durchaus ein Buch, ein Stück Wolle oder was auch immer vor die Tür stellen können. Und wo man es dann entsprechend abholen kann. Wäre eine Maßnahme, wo man sagt, ja, damit könnten wir es erreichen, dass ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Normalität hineinkommt, dass man zumindest so einfache Sachen bekommen könnte. Das sind Dinge, die man diskutieren kann, die man diskutieren muss. Die muss man auch tagesaktuell diskutieren, wie sich die Situation jeweils entwickelt. Zum Beispiel nicht, Stadtpark Norderstedt, der geschlossen wurde. Wurde geschlossen unter der Maßgabe, unter der Erkenntnis, Vorsicht, dort laufen die Leute doch viel enger zusammen. Dass die Leute raus sollen, ist ja klar. Dort gehen die Leute viel enger zusammen in viel größeren Gruppen, als das eigentlich derzeit gewünscht wird. Als das derzeit vielleicht auch gesundheitlich empfohlen, zu empfehlen ist. Das sind zum Beispiel solche Dinge, wo man gucken muss, wann kann man dort etwas lockern, wann kann man dort auch auf mehr Einsicht rechnen, sodass solche Dinge wieder runtergefahren werden können. Aber das muss man wirklich tagesaktuell sich anschauen und dann auch jeweils das daraus resultierende Verhalten der Menschen sich wiederum anschauen. Lass uns mal auf den Punkt kommen, damit wir das zusammenfassen. Wir sind beide dabei, wir wollen keine Ausgangsscheine. Auf keinen Fall. Wir sind beide dabei, es muss sensibilisiert werden, dass die Zielgruppen dieser Krankheit
sich schützen sollen. Wir sind beide dabei, dass sie sich schützen müssen, die Gelegenheit, also sprich genügend Masken und so weiter. Und wir sind und beide auch Services, also Einkaufsdienste, Freiwillige, die genau sich dann entsprechend um ihre Eltern, Mitbürger kümmern. Selbstverständlich. Und wir sind beide dabei, dass die Wirtschaft so schnell wie möglich, jeder Tag zählt, wieder nach oben gefahren werden muss. Ich glaube, da wird uns jeder Unternehmer, aber auch jeder Arbeitnehmer zustimmen. Denn niemand, der jetzt zu Hause sitzt und auf Kurzarbeit lebt, wird sicher sein, dass er nachher wieder seinen Job bekommt. Ich weiß, Peter Altmaier hat mal gesagt, es wird nicht ein einziger Job durch die Corona-Krise verloren gehen. Das ist eine Aussage, die ich von vorne bis hinten nicht glaube, die so nicht sein wird. Der Staat wird nicht einfach alle retten können. Es werden nicht alle Unternehmen einfach nachher wieder aufmachen und sagen, wir haben einfach 4 Wochen Urlaub gemacht. Das wird leider nicht passieren. Die Wirtschaft braucht Einkommen, die Wirtschaft braucht Arbeit. Und Einkommen und Arbeit macht nachher auch wiederum das Leben für viele Menschen lebenswert und nachvollziehbar. Bitte bring mich nicht in die Versuchung, einen Kommentar, selbst wenn wir hier frei denken, abzugeben über Peter Altmaier. Ich sage vielen Dank. Haben wir völligen Unsinn geredet? Unsere These ist, so schnell wie möglich die Wirtschaft hochbringen, die 70-Jährigen, die Zielgruppe schützen. Im Grunde alle Menschen, die gesundheitlich Beeinträchtigungen genau haben. Das ist eigentlich das Wichtige. Denn diese Formulierung 70-Jährige, die ist für mich ein Riesenproblem. Ich muss die Menschen schützen, die ein Problem haben. Und ich muss auf der anderen Seite dafür sorgen, auch ganz wichtig bitte, dass wir unser Gesundheitswesen nicht überfordern. Inzwischen, glaube ich, kennt jeder diese steile Kurve. Wenn sie flacher verläuft, dann können wir das von unserem Gesundheitswesen abfrühstücken, beziehungsweise kann das Gesundheitswesen das leisten. Wenn die Kurve zu steil verläuft, dann werden wir in eine Situation kommen, dass wir auch jüngere Menschen, die vielleicht doch auch mal einen schwereren Verlauf haben, auch nicht mehr ausreichend betreuen können. Deshalb ist es wichtig, die Kurve nicht steil ansteigen zu lassen. Er ist und bleibt ein Politiker. Bitte, nee, schreiben Sie uns... Ich bin wirklich ein Pragmatiker. Ein Pragmatiker. Bitte schreiben Sie uns, was wir alles falsch gesagt haben. Schreiben Sie es in die Kommentare. Wir freuen uns sehr darüber. Und ich versuche mit ihm bis zum nächsten Gespräch ein Hintergrundgespräch zu führen. Wir wollen die Gedanken dahinter hören. Haben Sie vielen Dank. Danke, dass Sie da waren. Danke, Stefan. Dankeschön.